Das Jahr 2022 hatte so viele Smartphones zu bieten. Doch die Frage ist, gewinnt die Quantität oder die Qualität? Im heutigen Video gibt es mein bestes Smartphone für das Jahr 2022 und eine Sache kann ich euch verraten, mit dem Gewinner habt ihr definitiv nicht gerechnet. Bevor ihr meine Top 5 bekommt, ist mir eine Sache ganz wichtig, denn das Urteil, das ich heute gefällt habe, das ist subjektiv und das bedeutet, jeder von uns legt seinen Schwerpunkt komplett anders, wenn er darüber entscheidet, wie gut ein Smartphone wirklich ist. Übrigens, möchtest du ein brandneues iPhone 14 Pro gewinnen, dann schau dir dieses Video an, denn dort verlose ich ein iPhone 14 Pro. Das ist mein Platz Nummer 5 und ihr erkennt ihn vielleicht nicht direkt, aber es handelt sich dabei um das Xiaomi 11 Ultra. Und ja, natürlich, mir ist bewusst, dieses Smartphone wurde im Jahr 2021 gelauncht und man hat im Jahr 2022 das Xiaomi 12S Ultra auf den Markt gebracht. Aber zum einen ist das nur in China passiert und zum anderen war für mich das Update in der Realität nicht groß genug, als dass ich sagen kann, dass das 12S Ultra besser ist. Deshalb geht für mich Platz 5 an das Xiaomi 11 Ultra. Ja, der Prozessor ist ein bisschen älter, aber das Display ist immer noch top. Darüber hinaus habt ihr ein Triple-Kamera-Setup, das mit einem 120-fachen Zoom punkten kann. Alle drei Kameras haben 50 Megapixel. Dazu habt ihr einen 5000 mAh starken Akku, den ihr mit 67 Watt Kabel gebunden oder auch kabellos laden könnt. Und eine IP68-Zertifizierung, mit der ihr eine halbe Stunde mit diesem Smartphone unter Wasser gehen könnt. Ja, ein Nachteil ist der Snapdragon 888, aber alles in allem performt er trotzdem mehr als solide und auch die Akkulaufzeit passt. Man hat das Ganze mit Updates unterstützt und gerade das Display auf der Rückseite ist nicht zu verachten, denn wenn ihr zum Beispiel Videos aufnehmt, könnt ihr euch auch komplett selbst da drin sehen. Ja, das 12S Ultra hat dann eine Kooperation mit Leica und ja, es ist ein 1 Zoll Sensor, aber für mich war es im Test nicht gut genug. Deshalb Platz 5 geht für mich an das Xiaomi 11 Ultra, das ihr jetzt für 600 Euro abgreifen könnt. Habt ihr euch übrigens gefragt, warum dieses Smartphone so special aussieht? Das verrate ich euch. Du bist genervt und gelangweilt, weil dein Smartphone so aussieht, wie das von allen anderen auch, dann nutze jetzt deine Chance. Mach es unique, mach es zu deinem Smartphone, nutze einen der 4 Smartphone-Blogger-Skins. Ja, du hast richtig gehört, 4 Skins sind jetzt exklusiv vom Smartphone-Blogger. Du kannst sie auf all deine Smartphones auftragen und dabei sehen sie cool aus, bekommen einen einzigartigen Look, nutze also jetzt die Möglichkeit. Du hast Interesse daran und möchtest dein Smartphone so aussehen lassen, dann schau unten in der Videobeschreibung nach und sichere dir den exklusiven Smartphone-Blogger-Skin. Platz Nummer 4, das Samsung Galaxy S22 Ultra. Und ja, ihr hättet es vielleicht höher eingeordnet, doch es gibt einige Gründe, die bei mir dafür sprechen, dass dieses Smartphone nur das viertbeste in diesem Durchgang gewesen ist. Es ist ein solides Smartphone. Ja, es hat einen Pan mit dabei und ja, das Display ist top. Aber Kritikpunkte sind zum einen der Exynos-Prozessor, was sich mit dem S23 Ultra definitiv verändern wird und das Problem mit den Updates. Man hat ein Smartphone auf den Markt gebracht, das einfach noch nicht rund gelaufen ist und so langsam bekommt man es endlich hin und versteht das eigene Smartphone und das eigene OS. Relativ schade. Dazu kommt eine Ladegeschwindigkeit, die für mich persönlich viel zu niedrig ist, ein Netzteil, das man nicht mit dem Lieferumfang mit dabei hat. Aber genug von den negativen Dingen, positiv ist und bleibt einfach die Kamera bei Samsung, denn das haben sie verstanden. Sie wissen, wie sie damit punkten können. Die Aufnahmen sind bei Tag und auch bei Nacht wirklich gelungen. Dazu gibt es einen Videomodus, der eben falls zu überzeugen weiß. Das Gesamtpaket stimmt am Ende vom Jahr 2022, doch hätte man mir das am Anfang des Jahres gesagt, hätte ich es im Leben nicht geglaubt. Auch jetzt ist das Smartphone für mich immer noch verhältnismäßig zu teuer. Auch wenn es mit Top-Features aufwartet, bin ich nicht bereit, den Preis von Samsung zu zahlen. Auch wenn man abschließend hier nochmal dazu sagen muss, die Update-Politik von Samsung ist wirklich top und sie unterstützen ihr Smartphone extrem lange und die Updates kommen wirklich schnell. Mein Platz Nummer 3 ist in diesem Jahr das iPhone 14 Pro. Egal ob schwarz, weiß oder in Violett. Ein Hingucker ist es auf jeden Fall, aber das Update ist mir persönlich am Ende zu wenig gewesen. Trotz coolen Features wie einer Dynamic Island oder einer neuen 48-Megapixel-Kamera ist das Smartphone eine kleine Weiterentwicklung. Auch Dinge wie ein
Action-Mode oder auch die Tatsache, dass jetzt der Kinomodus 4K unterstützt, sind natürlich extrem cool, aber die Akkulaufzeit ist nicht wirklich besser geworden. Das Always-On-Display wird erst mit iOS 16.2 so wirklich gut und selbst hier und da gibt es immer wieder Probleme mit dem iPhone. Dafür ein Preis von mindestens 1.300 Euro, come on, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ein großer Kritikpunkt für viele von euch ist oft auch iOS, aber für mich als Kreativer ist das mit dem MacBook und dem iPhone irgendwie so eine Symbiose, bei der es mir schwerfällt, irgendwie den Wechsel zu vollziehen. Wie gesagt, das iPhone 14 Pro ist ein wirklich tolles Smartphone, hat aber im Vergleich zum Vorgänger zu wenig Updates, kostet zu viel und schafft es in diesem Jahr trotz Top-Foto- und Videoqualität leider nur auf Platz 3. Übrigens war dir das zu wenig, was ich jeweils zu den einzelnen Smartphones hier sage. Unten in der Videobeschreibung findest du das Smartphone, dazu den Link zum jeweiligen Review und nochmal die Möglichkeit, das Ganze zum bestmöglichen Preis abzugreifen. Also schau dir diese drei Dinge bei jedem Smartphone unten definitiv an. Mein Platz Nummer 2 ist zurzeit unterwegs, denn mein treuer Podcast-Kollege und YouTuber Moritz vom Kanal MoKid testet gerade das Google Pixel 7 Pro mit der Google Pixel Watch auf Herz und Nieren. Übrigens haben wir zusammen einen Podcast, schaut euch das Ganze gerne hier an, da sprechen wir alle zwei Wochen über Technik. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern über das Google Pixel 7 Pro. Es ist deshalb so genial, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt. Ja, die Vorbestelleraktion mit Google Pixel 7 Pro und einer Pixel Watch dazu ist natürlich ein bisschen Augenwischerei, denn die Uhr ist nie im Leben über 400 Euro wert. Trotzdem ist das Paket gelungen, das man gerade zum Release geschnürt hat. Das Smartphone selbst bietet ein echt tolles Display. Ein Prozessor, bei dem ich sagen muss, auch wenn es die zweite Generation des Tensor-Chips ist, performancetechnisch geht da noch mehr, aber er ist dafür da, um für Top-Fotos und Videos zu sorgen und das schafft er einfach. Denn die Fotos sind echt gelungen, ein 30-facher Zoom, der so bis jetzt fast noch nirgendwo vorgekommen ist, was die Top-Fotoqualität angeht, hat mich schon überzeugt und auch beim Videomodus hat man nochmal eine Schippe draufgelegt. Es ist auch vom Handling her einfach ein schönes Smartphone und ich bin immer noch stolz darauf, dass das Google Pixel endlich so eine Designsprache hat, an der man immer wieder dieses Smartphone erkennt. Ja, die Charging-Geschwindigkeit könnte mehr sein, auch bei der Screen-On-Time, da geht noch ein bisschen mehr, aber alles in allem ist es für mich persönlich ein echt gelungenes Smartphone und zeigt mal wieder, dass Google es versteht, an seine Kunden heranzutreten und ihnen das zu geben, was sie wirklich in der Realität benötigen. Kommen wir jetzt aber zum Gewinner des besten Smartphones im Jahr 2022. Und ich wette, 30% der Zuschauer kennen die Marke nicht mal, aber die meisten von euch kennen es, das Vivo X80 Pro. Ja, es ist ein gelungenes Smartphone und das für mich persönlich in allen Bereichen. Angefangen beim LTPO 3 Display, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz hat, eine extrem schöne Strahlkraft, darüber hinaus mit dem Snapdragon 8 Gen 1 mit einem Top-Prozessor versorgt ist und dann das Kamera-Setup. Es ist einfach überwältigend und es sind nicht die Megapixel, die hier punkten, sondern eine Fotoqualität, die bei Tag und bei Nacht wirklich mitunter das Beste ist und das selbst im Blind-Tests wirklich alles abräumt, was es bis jetzt so gegeben hat. Ich bin wirklich hyped. Auch wenn das Ganze nur einen 40-fachen Zoom hat, ist der genau richtig. Kein Pixelmatch mit 100 oder 120-fachem Zoom. Auch der Videomodus mit extrem Stabilisierungsmöglichkeiten. Come on, das ist einfach schön. Der Akku hat zwar nur 4700 mAh, kann aber mit 80 Watt kabelgebunden aufgeladen werden. Also extrem, extrem schnell. Und dann gibt es dieses eine Killer-Feature, das ich so noch nie erlebt habe. Und es ist der Fingerabdrucksensor. Es mag für viele von euch banal klingen, okay, damit kann ich leben, aber er entsperrt so schnell. Er hat so eine große Fläche, wie wir es bis jetzt bei noch keinem anderen Smartphone-Hersteller gesehen haben. Und ihr könnt das Ganze auch mit zwei Fingern bedienen. Ich bin wirklich begeistert und muss zu Recht sagen, dass das Vivo X80 Pro eine absolute Meisterleistung ist, während man in China schon den Nachfolger vorgestellt hat. Schön ist, dass ich das Ganze bereits am Jahresanfang als Importgerät testen durfte und ich da schon maximal hyped gewesen bin, aber jetzt mit der deutschen Version nochmal gemerkt habe, hey, da geht extrem viel. Wie steht ihr zu meinem Gewinner? Wie steht ihr überhaupt zu meinem Ranking? Wie steht ihr zu all diesen Smartphones? Wen habe ich vergessen? Wen habe ich over? Wen habe ich underrated? Schreibt all das gerne unten in die Kommentare. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Smartphone-Jahr bis hierhin mit dabei gewesen seid und das Coole daran,
Es kommen schon die nächsten Top-Smartphones und das noch in diesem Jahr. Denn das Xiaomi 13 Pro beispielsweise wurde dann jetzt in China vorgestellt und da geht noch so viel mit dem neuen Prozessor, mit dem Snapdragon 8 Gen 2, der jetzt raus ist. Es tut sich so, so viel. Smartphones werden nie langweilig. Doch eine Sache, die muss ich abschließend schon sagen. Es sind kleine Updates in diesem Jahr gewesen. Und deshalb hat sich für mich oft die Frage aufgetan, lohnt es nicht, den Vorgänger zu kaufen? Und in vielen Fällen ist es so gewesen. Also seid nicht blind, nur weil es neu ist, ist es besser. Spart euch in vielen Situationen das Geld, nutzt diese Chance. Ich sag also wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.